Mich auch noch wahnsinnig interessieren. Ja? Ich weiß nicht, wer von euch jetzt mitbekommen hat, dass es diesen NATO-Gipfel in Wales gab. Ende letzter Woche war es, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das Ergebnis ist eigentlich nicht narrisch berichtet worden, aber es ist eines dort beschlossen worden, das eine enorme Auswirkung haben wird, darauf, wie in Zukunft Kriege entstehen. Und darüber habe ich jetzt keinen Scheiß, zum Beispiel was ORF betrifft, absolut nichts gelesen, gehört, gesehen, nichts. Und zwar ist dort eines ganz Interessantes beschlossen worden. Die NATO ist ein Bündnis, das im Bündnisfall ihren Mitgliedstaaten beisteht. Was heißt das? Wenn beispielsweise jemand heute so lustig ist, ein anderer Staat beschießt, Deutschland mit einer Rakete, dann wird der Bündnisfall ausgerufen. Was so viel heißt wie, das ist quasi dasselbe, wie als wenn diese Rakete auf alle NATO-Staaten abgefeuert worden wäre. Ja, also man tritt solidarisch in den Konflikt ein. So weit, so gut. Und was hat die NATO beschlossen? Die NATO hat plötzlich beschlossen, okay, pass auf, wir sind nicht nur zuständig für den dreidimensionalen Raum oder vierdimensionalen Raum, ja, wie man so will, sondern wir sind sogar für das Virtuelle zuständig. Ja, tatsächlich, für das Virtuelle. Das heißt auf Deutsch, ab jetzt kann der Bündnisfall eintreten, wenn eines der Mitgliedstaaten virtuell angegriffen wird. Das heißt auf Deutsch, irgendwelche Regierungswebseiten gehackt werden oder irgendwelche Viren eingeschleust werden, die dann die Nahversorgung lahmlegen oder sonstiges. Kein Scheiß. Plötzlich kann der Bündnisfall virtuell eintreten. Das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. Wie einfach war es bisher schon, uns bestimmte Attacken als ursprünglich von jemand anderem zu verkaufen. False Flag Operation nennt man das. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie viel einfacher das jetzt noch virtuell wird. Ich kapere einfach einen Server, der zufällig irgendwo in der Nähe von Moskau steht, starte irgendein Schadprogramm, das dann bei einem NATO-Mitglied einen Ausfall verursacht, nenne das plötzlich einen Cyberangriff aus Russland und schon ist der Bündnisfall da, Leute. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Das ist eine Katastrophe für uns. Das ist eine massive Verschärfung der Lage. Das ist eine massive Verschärfung der Gefahr. Wehrt euch dagegen. Sucht euch diese Information. Es wurde in alternativen Medien, wurde darüber berichtet, wurde geschrieben. Sucht euch das raus. Wir posten das auch noch auf unserer Friedensmahnwachen-Webseite und unter Facebook. Sucht euch das aus und teilt das an eure Freunde, an eure bekannte Familie. Den Leuten muss das klar werden. Ab jetzt sind wir in einer neuen Stufe. In einer Stufe des virtuellen, absoluten virtuellen eisernen Vorhangs. Das ist Org.